Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der AB Lounge. Wir sprechen heute über die Ergebnisse einer vom ÖAMTC in Auftrag gegebenen Studie, die vom Bioenergieforschungszentrum BEST und vom Wirtschaftsforschungsinstitut Economica erstellt wurde. Dazu haben wir heute zwei Gäste eingeladen aus eben diesen genannten Instituten. Zum einen Dina Baczowski, Scientific Advisor Biofuels, und Christian Helmenstein, Geschäftsführer Economica. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung. Können Sie kurz darauf eingehen, was Ihre Institute so leisten, in welchem Arbeitsgebiet Sie tätig sind? Sehr gerne, also wenn ich anfangen darf. Dina Baczowski von BEST, Bioenergy and Sustainable Technologies. Das ist ein Forschungszentrum für Bioenergie, genauer gesagt eigentlich das österreichische Forschungszentrum für Bioenergie. Wir haben ungefähr 100 Mitarbeiter, die an Bioenergietechnologien forschen und wie sich das im System gut integrieren lässt, und sind ungefähr seit 20 Jahren hier tätig. Ich selber bin hauptsächlich im Bereich Biokraftstoffe tätig, auch schon seit ungefähr 20 Jahren, und bin auch in der internationalen Vernetzung von Forschung und Entwicklung in internationalen Netzwerken tätig. Vielen Dank. Herr Helmenstein, bitte vielleicht Sie auch noch mal kurz die Vorstellung Ihres Instituts. Ja, gerne. Das Economica-Institut für Wirtschaftsforschung wurde im Jahre 2005 gegründet. Unsere Schwerpunktforschungsthemen sind die Infrastrukturforschung, auch die Regionalökonomie sowie Energie- und Umweltökonomie. Wir sind Teil des Cognan-Forschungsverbundes, der noch weitere Schwerpunkte hat. Beispielsweise liegen einige Forschungsthemen im Bereich der Gesundheitsökonomie, und ganz stark sind wir ebenfalls im Bereich Wirtschaftsinformatik und künstlicher Intelligenz. Insgesamt beschäftigen wir etwas über 100 Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Vielleicht können Sie auch noch kurz die Studie anreißen, über die wir heute genau sprechen werden. Ja, die beiden Institute hatten das Vergnügen, eine extrem spannende Forschungsfragestellung nachzuverfolgen, nämlich: Wie schaffen wir es, unsere Klimaziele im Verkehrssektor per 2030 zu erreichen? Und dabei zu gewährleisten, dass Mobilität erhalten bleibt, dass sie vor allem auch leistbar bleibt und dass wir möglicherweise noch einen Beitrag für den Innovationsfortschritt in diesem Land generieren könnten. Sehr spannendes Thema. Alles dazu hören Sie in dieser Stunde. Willkommen zurück bei der heutigen AB Lounge. Und bei uns geht es heute um die Studie Biogene Kraftstoffbeimischung als Beitrag zu den Klimazielen 2030. Und wie ich gelesen habe in der Präsentation, ist ja die erste Fragestellung: Ist es möglich, das Klimaziel 2030 im Verkehrssektor zu erreichen? Jetzt war mein erster Gedanke: Wie ist man eigentlich auf diese biogene Kraftstoffbeimischung gekommen? War die schon als Hintergedanke da, oder ist man im Zuge der Studie darauf gestoßen? Also die biogene Kraftstoffbeimischung, die war schon von Anfang an da. Es ist ja so, dass man mit der E-Mobilität und dem Rückgang des Tanktourismus alleine die Klimaziele vermutlich nicht erreichen wird können. Und deswegen eben war die Fragestellung zu beleuchten, wie viel Biokraftstoffe müsste man denn beimischen und wie leicht geht das, damit man aufs Klimaziel hinkommt. Mhm. Ja, wenn ich da noch anschließen darf. Die Fragestellung stand im Raum, aber Forschung ist enorm spannend, weil sie sich in unkartiertes Territorium bewegen und sie wissen nicht, was da auf sie wartet. Wir hegten immer schon die Vermutung, dass wir mal genauer hinschauen sollten, was eigentlich biogene Kraftstoffbeimischungen leisten könnten, um unser Klimaziel zu erreichen. Und in welchem Ausmaß das gelingen kann, das hat uns selbst überrascht. Das glaube ich. Und wie die wesentlichen Erkenntnisse in dieser Studie sind, dazu sprechen wir gleich. Thema in der heutigen AB Lounge ist die biogene Kraftstoffbeimischung. Und das ist ja ein Ergebnis, das bei dieser Studie herausgekommen ist. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen einleiten. Was ist bei der Studie passiert? Was ist rausgekommen? Also die wesentlichen Dinge, die rausgekommen sind aus Sicht der Biokraftstoffe: Es ist ohne technische Umrüstung möglich, dass wir die Klimaziele erreichen im Verkehrssektor. Wir müssen nicht die Tankstellen umbauen, wir müssen nicht andere Autos fahren, sondern wir können einfach die Beimengung von Biokraftstoffen erhöhen und können das Klimaziel erreichen. Dafür braucht es auch nur eine sehr moderate Erhöhung der Beimischung, und auch in Litern Biokraftstoffen ist es nicht wesentlich mehr, als wir jetzt verwenden.
Das hört sich ja nach einem einfachen Lösungsansatz an. Wenn man es aus der wirtschaftlichen Position betrachtet, Herr Hellmenstein? Ja, aus wirtschaftlicher Perspektive heraus betrachtet, achten wir darauf, dass Mobilität leistbar bleibt, aber wir gleichzeitig auch die Klimaziele einhalten. Und wir haben gefunden, dass hier eigentlich eine erstbeste Lösung auf dem Tisch liegt. Viele erstbeste Lösungen gibt es üblicherweise im Verkehrsbereich gar nicht. Zweitbeste Lösungen bestehen etwa darin, dass man die Kosten des Verkehrs wesentlich erhöht, aber dann habe ich ein Leistbarkeitsproblem. Und in diesem Fall ist das gar nicht erforderlich, sondern ich habe eigentlich alle vier Kriterien, die erfüllt werden, nämlich die Menschen bleiben mobil, Mobilität bleibt leistbar. Vor allem kann auch schnell etwas getan werden. Wir müssen nicht darauf warten, dass wir irgendwann auf eine Wasserstoffflotte beispielsweise ab 2040 umstellen. Und schließlich können wir auch die Klimaziele erfüllen. Besser geht es eigentlich nicht mehr. Man könnte fast davon sprechen, dass wir hier das magische Viereck entdeckt haben. Also nicht nur interessante Ergebnisse, sondern auch leicht und schnell umsetzbar. Kann man das so zusammenfassen? Definitiv. Die wesentlichen Erkenntnisse der Studie haben wir gerade besprochen, aber jetzt kommen wir zur praktischen Umsetzung bzw. zum Ist-Zustand. Frau Paczowski, wie hoch ist denn der Bio-Anteil derzeit? Also wir fahren ja jetzt schon mit 7% Biodiesel im Diesel und 10% Ethanol im Benzin. Das heißt, wir haben Biokraftstoffe da in 7% bzw. 10% ohnehin schon im Kraftstoff. Und auf wie viel soll erhöht werden? In unserer Studie ergibt die Berechnung, dass wir, wenn wir auf 13,5% in jedem der beiden Sorten steigern, wir die Klimaziele erreichen können. Das ist jetzt nicht so schwierig. Es ist nur so, dass B7 und E10 eben jetzt zugelassen sind für alle Fahrzeuge. Wenn wir da jetzt andere Komponenten oder höhere Beimengungen haben wollen, dann kann man im Diesel noch hydriertes Pflanzenöl, also HVO, oder auch Fischer-Tropsch-Diesel verwenden und im Benzin würde man Bio-Nafta zusätzlich beimengen. Woraus besteht dieser Bio-Anteil eigentlich? Also Sie haben jetzt schon so Begriffe genannt, aber vielleicht kann man das auch nochmal erklären. Ja, also die Dieselersatzstoffe sind eigentlich ölige Rohstoffe, Pflanzenöle zum Teil, gebrauchtes Speiseöl, was umgewandelt wird, chemisch ein bisschen verändert wird, sodass es gut im Motor zu verbrennen ist. Und beim Benzin ist es hauptsächlich Ethanol oder eben auch wieder kürzere Kohlenwasserstoffketten, wie sie auch im Benzin vorkommen, nur halt biogen. Ja, das beantwortet eh schon ein bisschen meine nächste Frage, aber besteht nicht die Gefahr, dass Nahrungs- oder Futtermittel für die Produktion des zusätzlichen Treibstoffs verwendet werden könnten? Ja, eigentlich nicht, weil wir da sehr gute gesetzliche Regelungen haben von der EU, die auch in allen Mitgliedstaaten umgesetzt sind. Es ist also nicht möglich, Palmöl einzusetzen. Vielleicht starten wir mit den Lebens- und Futtermitteln. Die sind bei 7% limitiert, 7% der Verwendung im Kraftstoffpool eines Landes. Das heißt, da sind wir jetzt mehr oder weniger schon in Österreich. Zusätzliche Erhöhung der Beimengung wäre also nicht auf Basis von Lebens- und Futtermitteln. Es ist auch so, dass Biokraftstoffe aus Palmöl gar nicht verwendet werden dürfen in Österreich. Auch das ist gesetzlich geregelt und eben ausgeschlossen. Das heißt, die Rohstoffe für die zusätzlichen Biokraftstoffmengen würden aus Reststoffen kommen. Das wäre zum Beispiel eben Altspeiseöl, tierische Fette, das könnte aber auch Stroh sein oder Durchforstungsholz oder Braunlauge. Also eine breite Palette stände uns da zur Verfügung. Genau, die auch tatsächlich größere Verfügbarkeit haben, vor allem die holzartigen Rohstoffe größere Verfügbarkeit haben als die öligen. Alles klar, vielen lieben Dank. Herr Hellmenstein, um das Ganze nochmal von der wirtschaftlichen Seite aus zu betrachten, was sagen Sie dazu? Ja, so oft höre ich, dass die grüne Transformation ja auch neue Arbeitsplatzpotenziale schaffen könnte, auch natürlich zu zusätzlichen Einkommenserzielungsmöglichkeiten führen könnte. Und dann bleibt die Diskussion meist,
sehr abstrakt. Und hier hätten wir das sehr positive Beispiel, dass man es konkret herunterbrechen kann, wo diese neuen Arbeitsplätze um diese Einkommenspotenziale auch entstehen. Nämlich indem wir rasch in Österreich entsprechende Anlagen aufbauen und ausbauen. Außerdem ist das zum Teil noch ein Forschungsthema. Wir sollten die Innovationsmöglichkeiten umarmen und nutzen, sie in industrielle Wertschöpfung zu übersetzen. Wenn wir das in Österreich nicht bald in Angriff nehmen, werden andere Länder nicht nur im europäischen Wettbewerb, sondern auch weltweit uns davonlaufen und wir hätten die Chance vertan, obwohl wir das technologische Know-how besitzen würden, hier neue Wertschöpfungspotenziale für uns zu erschließen und gleichzeitig eben etwas Gutes zu tun, nämlich die Klimaziele auf diese Weise per 2030 zu erfüllen. Sehr interessant, vielen Dank. Nun kommen wir zu einer etwas kritischeren Frage. Sie zählen beim Endergebnis, also haben wir das Klimaziel erreicht, die Biokraftstoffe mit null dazu. Das heißt, die Biokraftstoffe keine für die Berechnung relevanten Treibhausgase ausstoßen. Verfälscht das nicht das Ergebnis oder wie kommen Sie zu diesem Ergebnis, Frau Paschowski? Das ist eine sehr gute Frage und das ist super, dass Sie das fragen und mir die Gelegenheit geben, das auch gut zu erklären. Es ist nämlich so, die Berechnungsmethode für dieses Klimaziel sieht vor, dass eben pro Sektor die Emissionen betrachtet werden. Und da sind eben beim Verkehrssektor nur die Emissionen aus dem Auspuff relevant. Und nachdem das CO2, was auch von einem Biokraftstoff ausgestoßen wird, biogen ist, also vorher aus der Umgebungsluft aufgenommen wurde durch die Pflanze, wird das mit null gezählt. Es werden ja auch Elektroautos hier mit null gezählt. In Wahrheit aber natürlich, wenn man sich das Produkt Biokraftstoff anschaut oder auch die Leistung eines Elektroautos, haben wir immer Treibhausgasemissionen, weil es wurde ja auch die Biomasse erst einmal kultiviert, angepflanzt, sie wurde geerntet. Es gibt also aus der Düngung, aus der Logistik, aus dem Transport überall Treibhausgasemissionen, nur sind sie wesentlich geringer als die von fossilen Kraftstoffen. Und dadurch ist es auf jeden Fall ein Benefit, die Biokraftstoffe zu verwenden. Wäre jetzt da eine LCA-Berechnungsmethode, also über den gesamten Lebenszyklus des Biokraftstoffs zur Anwendung gekommen, könnte man auch das Klimaziel erreichen, aber man müsste halt etwas mehr beimengen. Das heißt, das ist in jedem Fall möglich? Es ist in jedem Fall möglich. Schlussendlich geht es dann doch immer auch ums Geld und darauf möchte ich jetzt nochmal zurückkommen. Herr Helmenstein, Sie haben genannt, dass es leistbar bleibt. Was genau bedeutet das? Ja, in der Tat geht es jetzt noch ums Portemonnaie, nämlich was bedeutet das beim Literpreis an der Zapfsäule, wenn wir verstärkt biogene Kraftstoffe beimischen würden. Das heißt konkret, dass wir beim Dieselpreis mit einem Zuschlag von 9 Cent zu rechnen hätten und beim Benzin mit einem Zuschlag von 4 Cent. Wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass allein von 2023 auf 2024 die höhere CO2-Bepreisung zu einem Zuschlag von 3 bis 4 Cent geführt hat, könnte man sagen, das entspricht sozusagen ein oder zwei Jahresscheiben an zusätzlicher Erhöhung. Das ist aber eine andere Dimension und eine völlig andere Dimension als etwa bei der Bepreisung von E-Fuels, wo wir damit rechnen müssten, dass, wenn man das aus heutiger Perspektive kalkuliert, wir Literpreise von 4 Euro sehen würden. Und wir sprechen hier über Literpreise, die etwas über 2 Euro per 2030 hinausgehen würden. Das heißt, dass im Wesentlichen die Leistbarkeit nicht beeinträchtigt werden würde, was die Individualmobilität angeht. Mhm. Nun ist das Ergebnis dieser Studie wahrscheinlich nicht die einzige Maßnahme, die wir ergreifen müssten. Welche gibt es noch? Bei der Erstellung dieser Studie haben wir gemeinsam sehr vorsichtig gerechnet und auch an Puffergrößen gedacht. Aber um die Klimaziele per 2030 nicht nur zu erreichen, sondern idealerweise sogar überzuerfüllen, wäre eine schnellere Ausrollung von Elektromobilität extrem hilfreich. Und ein anderer, zweiter, ganz wesentlicher Stellhebel besteht darin, dass wir den Tanktourismus zurückdrängen. Tanktourismus bedeutet, dass im Ausland registrierte Fahrzeuge in Österreich tanken. Das wird der österreichischen Treibhausbilanz zugerechnet und nicht etwa den ausländischen Treibhausgasbilanzen. Ja, und eine dritte Herangehensweise besteht selbstverständlich darin, dass wir unseren öffentlichen Verkehr durch entsprechende Investitionstätigkeit systematisch verbessern. Nun habe ich diese Studie ja im Grunde so verstanden, dass es eigentlich wenige schnelle Schritte sein könnten, die uns unseren Klimazielen näher bringen oder definitiv erfüllen. Woran oder wie
könnte es jetzt weitergehen mit der Studie? Was müsste jetzt als erstes gemacht werden? Wir befinden uns in einem aktiven Diskussionsprozess mit der Politik, weil die Ergebnisse dieser Studie so überzeugend, geradezu so bestechend sind, dass wir uns schnellstmöglich darauf verständigen sollten, eine nationale Biokraftstoffbeimischungsstrategie zu entwickeln, auch damit wir die internationalen Exportchancen und unsere Innovationspotenziale wirklich auf den Boden bringen können. Vielen Dank. Frau Paczowski, haben Sie vielleicht noch abschließende Worte zu der Studie, die Sie uns mitgeben möchten? Danke, ja. Ich denke, wir haben in Österreich wirklich, wie der Herr Helmenstein sagt, wir haben technologisches Know-how, wir haben Potenzial, wir haben Industrie, die jetzt schon Ethanol und Biodiesel in großen Mengen produziert, von denen wir durchaus mehr auch in Österreich verwenden könnten und weniger exportieren müssten. Wir haben Technologien, an denen noch gearbeitet wird, die werden beforscht und entwickelt, zum Beispiel eine Fischer-Tropsch-Anlage in Wien. Also diese Technologien könnten noch weiter entwickelt werden, sodass wir noch mehr Wertschöpfung in Österreich generieren können mit Biokraftstoffen. Also die Aussichten auch aus wissenschaftlicher Sicht sind durchaus positiv. Definitiv, ja, sind gegeben. Wunderbar, das ist doch ein schöner Abschluss unseres heutigen Gespräches. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier bei uns vorbeigeschaut haben. Gerne. Sehr gerne, Dankeschön.